Guten Tag YouTube, einen guten Tag bis jetzt. Ich habe meine ADHS-Medikamente bekommen und zum ersten Mal seit 2 Wochen kann ich mich konzentrieren und tatsächlich etwas tun. Ich fühle mich gut. Das Leben ist so gut wie man es macht. Ich werde verantwortungsvoller mit meinen Medikamenten umgehen. Ich werde gegen 13 Uhr einen guten Freund besuchen. Ich habe das Gefühl, ich habe zugenommen. Mein Gesicht sieht pummelig aus, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine Suchsache des Selbstwertgefühls. Die Suche nach einem festen Job verläuft schleppend und ich kann nicht anders als mutlos zu sein. Ich gehe zu Vorstellungsgesprächen, aber ich scheine es immer mit meiner authentischen Ehrlichkeit zu übertreiben. Indem ich offen über meinen Autismus und meine ADHS-Problem spreche, sollte ich also lügen oder mich einfach wie ein normaler Mensch verhalten? Ich bin wieder auf den richtigen Weg und habe das Gefühl, dass ich Berge stemmen kann. Ich muss wieder anfangen, Sport zu treiben. Das hilft mir, Klarheit und Konzentration zu genießen. Danke fürs Zuschauen. Bitte mögen und abonnieren.